Ja, willkommen zur SCP Containment Breach Mod für Slender. Oder auch die Slender Mod. Hoodie. Ich hätte gesagt, diese Melodie. Die Melodie ist nicht so schlimm. Da finde ich sie lustig. Können wir da unten sein. Ja, spielen wir einfach mal. Intro, ja. Ja, warum nicht? Bei so einer Mod. Könnte ja sein, dass irgendwas neu ist. Ich bin mir so dunkel. Da sieht was gar nichts. Dann kannst du dich da machen. Bam-bam-bam, ist fertig. Ja. Danke für 300 Abos an dieser Stelle. Wir haben ja versprochen, ein Special zu machen. Hier Room Tour. Das werden wir wahrscheinlich dann nächste Woche drehen. Ja. Seht ihr es? Etwas verspätet. Ich muss ja auch erstmal meinen Kram hier organisieren. Aufräumen, meinst du? Okay. Schöne andere Textur, ne? Ja, dunkler. Ach du Scheiße. Things to look for. The radio which has three Slenderman-related songs. The private keycard office, which has an Easter egg picture. 160 also, ich würde es auf jeden Fall mal behalten, damit wir immer wieder gucken können hier. Und die Documents wurden geändert. With notes from Slender. Ja, okay. Weißt du, Zettel von. Denke ich da vielleicht. Okay. Ich hab dich da erschossen. Ja, wieso musst du dem oder was? Ach so. Hast du hier wieder so ein Panos? Bei den Türen sind so komische Dinger. So Graffitis. Echt? Ah ja, stimmt, diese Kreuze. Steht da was Besonderes? Ja, wo sind die da? Wo sind die Kreuze bei Slender im Slender-Spiel? Alter, was ist das? Das ist der Hoodie. Der Hoodie ist das. Der Hoodie! Slenderman stüpft also in die Rolle von SCP-173. Guck mal, der hat auch ein Hoodie. Ja. Und der ist faceless. Ach du Scheiße, was geht denn da ab? Und der hat Tattoos. Ja, der andere, der ist ja auch faceless wie der Slenderman. Ja, da hat er keinen Bock gehabt wahrscheinlich. Der Slenderman durch die Lüftungsschächte da klettert, ne? Das ist übrigens Version 065 von SCP Containment Breach. Das heißt, wir haben jetzt noch diesen Anfangsraum, wo man einfach die Items nehmen kann. Der Version basiert die Mod. Halt's Maul. Guck mal das Document. Gas Mask. Document of SCP-173. Always watches no ass. Kranker Scheiß, Junge. Aber kann er mal so eine Klappe halten? Das ist ein Electric Fence. Tesla Gate auch genannt. Ist wieder ein Dock. Aber wie macht er sich bemerkbar, dass er sich bewegt? Grindet er auch so? Durch wahrscheinlich so static noise. Den Radio? Was waren hier nochmal in dem Raum? Auch noch ein Note. The Tall Man. Ah, das ist nicht aus dem Original. Vielleicht ist es so ein Note aus Kates Zimmer.
Die hat so ganz viele Zettel. Da oben gibt es, glaube ich, die Augentropfen, oder? Ist dieser Raum? Ja. Ah, jetzt wurde erschossen. Jetzt gibt es keine Gefahr mehr. Ich glaube, wir erschrecken beim ersten Mal so, weil wir nicht wissen, wie das sich ankündigt, einfach. Leave me alone. Wisst ihr Bescheid? Nice. Oh, ist da noch was? Ah, die Tür. Kann sie sich einsperren hier drin. Aha. Das sind die. Und da ist Eye Drops. Battery, Eye Drop. Ein Radio, Alter. Oh nein. Ja, die Pages kannst du jetzt von die Batterien. Das Orientation Leaflet würde ich behalten. Aber wir müssen doch all 8 Pages collecten. Was? Stand noch gar nicht drin. Ich stand noch nicht, aber ist mir jetzt gerade so angefallen, oder? Slender? Collect all 8 Pages? Nein. Dann würde es ja auf dem ersten Dokument stehen. Wer sagt das? Na, da stand ja nur, dass die Dokumente, die SCP-Dokumente durch Slender Notes ersetzt wurden. Da ist keine Battery drin. Und die anderen Dinge, die du sammeln musst, da zum Beispiel in der SCP-106 Chamber. Okkulter Scheiß. Sehr verstörend. Occult Shit ist das. Ich halte es gleich um, ich möchte nur schnell die Page checken. Follows. Follows. Ja, jetzt ist es aus oder was? No. Ist mitgezeichnet. Ach man. Ups. Schmeiß die Dinger halt weg. Alle. Ich bin noch gerade dabei. Und die Battery. Nein, falls der Radio ausgeht, wir haben noch nicht alles durchgehört. Was gibt's denn da noch für einen geilen Stuff? Don't give him $20, stand da. Bei dem. Ah, okay. Oh, das war's. Bei Arrival. Ja, stimmt, 3 stand auf dem Dokument, kann das sein? 3 verschiedene. Aber es waren nicht 3. 2 verschiedene Sachen waren das bis jetzt, oder? 3 Slenderman-related Songs. Zwei haben wir gehört, ja. 4. Reserved. Da steht nichts, ne? Lass mal das mal kurz. Ja, ich glaube, da kommt aber auch nichts. Oh, Arschloch. Ganz weg, ne? Alle die Ente. Was ist mit denn los? So. These are strange. Ist es piepen? Das kommt normal, wenn du bei dem Sarg unten bist, glaube ich. Warte, wo war das? Geh mal da zuerst. Ja, lass es mal da. Vielleicht ist er da besser. Ach so, naja, ist doch egal. Oh. Siehst du, das ist dieses. Dieser Noise. Ja, Tasse. Space. Oh. Hat er es geschafft? Ist er draußen? Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Lass uns weitergehen. Nochmal so ein Raum. Hier geht's nicht die Tür auf, Mann.
Wenn die aufgeht, ey, ich schrei. Nein, vor dir. Ich gehe wieder so ein bisschen wieder dem in Turm. Von Vapor. Meine ich. Was passiert, wenn man jetzt immer die Gasmaske rein tut? Müsste normal funktionieren. Und da ist das Model normal. Schau, hier ist nichts geändert. Ja. Einen Eyedrop können wir reintun. Was wird denn aus den Eyedrops? Die Super Eyedrops. Von denen man dann irgendwann blind wird. Hat das noch was gebracht? Der hat nur noch gesponnen, ne? Den Ding würde ich machen. Den machen wir mal. Ja, macht den Navi auch. Weil vielleicht ist dann das dritte Song-Shit-Dingsy. Das war verstörend. Das war Chopper, oder? Chopper the Hutt. Gut möglich. Was sagt immer Vukino Pika Solo? Getan. Omnicard ist ein Dollarschein, oder? Ah, ja. 20 Dollars wahrscheinlich. Ja. Ich mach's die Batteries weg, die brauchst du jetzt eh nicht mehr. Die brauchst du nicht mehr. Und das andere Dokument. War das schon immer so? Oder jetzt hast du durch das reinhab. Wie was? Das Dokument, hatten wir das schon? Keine Ahnung, das hast du gerade da aufgehoben, oder? Was ist mit dem Dokument, was ich da rein habe? Wie war das nicht? Huh. Ach, egal. Also haben wir jetzt schon Omni. Ja. Ach, die haben das vielleicht so gemacht, dass man immer Omni kriegt. Vielleicht. Was ist das jetzt im Hintergrund, was? Hörst du das noch? Oh, was ist da denn drin? 20 Dollars. On your titties, bitch. 420 Ludere ist Lustknabe. Guck mal da. Ja. Slender Family. Mach 420. Der ist aber nicht Slender related, der Song. Ah, du wolltest gucken, ob da. Ich kann ihn nicht nehmen, oder? Ich will's nee, das ist Radio, meine ich. Da wolltest du gucken, ob jetzt der dritte Song kommt. Hab ich doch, der stört nur. Okay. Guckst du? Dann kannst du wegschmeißen. Der ist gestört. Ja, aber da. Das, du hast ja Verifying gemacht, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, in dem Tipp stand da in dem Loading Screen oder so. It is useful to have a fine radio. Ah, okay. Jetzt! Wen soll das darstellen? Keine Ahnung, so einen Proxy? Proxy. Ein Chaser. Und der Sound ist halt nichts. Irgendwann kommt doch der Slenderman. Hm. Jetzt warten wir weiterhin. Weil ich meine, jetzt hast du schon Distanz aufgebaut. Oh. Jetzt kannst du in die andere Richtung. Ach komm, ich bin dann. Ach da meinst du? Ja. Ne, da komm ich her, oder? Nee. Muss ich ja, oder? Nee, das geht. Das Donnern ist mies. Puh. Geh da. Slenderman haben wir fast noch nicht gesehen. Da ist er drin. 100 Pro. Wo? Alter. Huh. Weiter geht's. Immer noch rum.
Ja, lass ihn doch. Das war jetzt mal näher. Nee. Doch, der ist da drin. Können wir mal angucken. Sollen wir rausholen? Nee, weil so steht er perfekt, ne? Mit der Gasmaske. Gehst jetzt da rein. Geht noch. Alter. Ich habe ihn gesehen, Junge. Nein, ist ja auch nicht drin geblieben. Ich glaub schon. Ja, hört ihn noch. Aber nix. Ne, echt nicht. Oh, da steht er. Der ist doch nicht drin geblieben, Mann. Ich komm da. Ja, da haben wir das. Das wir noch. Ja. Okay, die, mit den Sounds ist es schon mies. Ja. Und so da einfach nur die Texturen und das Easter Egg haben wir nicht gesehen. Komm, wir machen auch mal den Mod. Wir tauschen nur ein paar Texturen aus. Na halt. Steht der frei? Der echt? Ich spieße dann sogar. Oder so ein eigenes Horrorspiel. Ja, denk dir eins aus. Ich spiel's dann. Ja, das Ausdenken ist kein Problem. Das Programmieren ist. Ja. Ach ja, übrigens, hier auf Facebook habe ich gelesen, dass in 30 Tagen, also zurückgerechnet, wäre das dann entweder der 31. Juli oder der 1. August, dass dann irgendwas kommt, SCP-bezogen. Haben die gepostet. Wer hat das gesagt? Die Glaskugel. Nein, SCP, die SCP-Seite auf Facebook. Die hat irgendwie gesagt, 30 days remain oder sowas. Da, vielleicht war das ein dezenter Hinweis auf die Version 1.0. Das hoffen wir mal, ne? Sprich, hier so 1. August rum. Könnte was passieren. Da kommt dann das Grauen. Die Version des Grauens. Ja. Bin mal gespannt. Da muss es ja jetzt schon echt krasse Änderungen geben. Wenn es schon so lange gedauert hat, was. Ich habe ja gesagt, wegen dem Film. Ich glaube, wegen dem Film haben die es verzögert. Da kommt ja so ein Real. Oder meinst du, da kommt der Film? Ach, nee, ich dachte, also die haben geschrieben, der Film kommt gleichzeitig mit dem Spiel raus. Mit der Version 1.0? Ja, ja. Alter, voll krass. Oh. Das ist ja mal da voll. Eine Review zu dem Film. Ein Reaction. Reactions. Ja, wie lang wird der Film? Ist es denn so ein Kurzfilm? Ein Kurzfilm, hab ich. Ja, dann können wir ja Reaction machen. Wie wir Chips fressen und so. Und rülpsen. Und pupsen. Oh. Gut. Ja, genau. Dann bleibt gespannt ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bis denn, tschüss.